Es gibt auch eine alte jüdische Weisheit, da fallen auch in einen Joghurt oder beziehungsweise in ein Milchfass fallen ein Frosch fällt da rein und noch ein Tier. Und das andere Tier sagt, warum schlägst du, du Frosch? Wir kommen hier sowieso nicht raus. Du kannst hier nicht rausspringen. Da sagt er, ja, aber ich schlage trotzdem, ich versuch's. Und dann schlägt er so lange, wie daraus Joghurt wurde und daraus Käse wurde und dann konnten die beide raushüpfen. Also, wir rechnen mit dem Schlimmsten und wir hoffen auf das Beste. Alaikum, mein Freund Andy, grüße dich. Wie geht's dir heute? Alaikum salam. Naja, wie es einem so geht in diesen schweren Zeiten. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man das kleine Glück groß schätzt. Ja. Und ja, dann ist man. Also ich weiß, du hattest jetzt auch neulich dein kleines Glück, deine Tochter hast du verabschiedet Ja, in ja. ein Berufsleben. Und dann sind wir auch schon mitten im Gespräch, weil wenn es heißt Talk with Friends, dann ist es wichtig, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen mitteilt. Auch aus dem eigenen Umfeld. Und das ist das, worüber wir uns auch das letzte Mal unterhalten haben, über das gegenseitige Narrativ. Und genau das ist der Punkt, wo wir auch ansetzen können, wenn es heißt, wie wollen wir die Missstände auch angehen, die es in unserer Bevölkerung nun mal gibt. Du und ich, wir können da wenig ändern, aber das bisschen, was wir ändern können, versuchen wir halt, indem wir eben miteinander dann eben auch etwas aus dem eigenen Umfeld mitteilen. Und ich denke, vielleicht sind wir dadurch ein bisschen, können wir sagen, ja, gehen wir halt ein bisschen vorbildlich. Es ist schwer, ein Vorbild zu sein, aber besser ein Vorbild als ein Nachbild. Wir Ja, weil, weißt du, immer wieder heißt es, wir können die sind schon in Aufnahme. Ausländerfeindlichkeit, wir können die Ausländerfeindlichkeit oder die Islamophobie, Antisemitismus bekämpfen mit Bildung. Ja, einverstanden. Aber Bildung alleine reicht nicht. Sehr wichtig ist auch das Emotionale und natürlich das Rationale, das wäre die Bildung. Aber genau da habe ich da so auch meine Kritikpunkte. Denn ich kann jetzt auch zurückblicken auf, inzwischen bin ich 66 Jahre und ich habe einen Teil meiner Schulzeit auch in Deutschland erlebt. Und was mir heute rückblickend immer noch sehr schwer im Magen und noch schwerer im Herzen wiegt, ist die Tatsache, dass unser Geschichtsunterricht irgendwie mit dem 19. Jahrhundert aufhörte. Das heißt also, wir wurden mit dem Kaiserreich entlassen. Als ich einmal auch die Geschichtslehrerin gefragt habe, wieso nehmen wir denn nicht den Ersten Weltkrieg durch, die Weimarer Zeit und die Hitlerzeit, da hat es geheißen, das ist viel zu kompliziert, das ist nichts für euch. Wann war das? 70er Jahre. Ich habe 77 Abitur gemacht und es gab immerhin, ich war nicht der Einzige, viele haben gesagt, wir interessieren uns dafür und dann gab es eine AG, also eine, ja, Freiwillige war das, Wenn eine du nicht Freiwillige. mehr weiter weißt, gründest du einen. Einen Arbeitskreis, ganz genau, richtig. Und das war eine Arbeitsgemeinschaft oder wie auch immer. Und das war ganz interessant. Und da haben wir aber auch, also die Lehrerin fand das gut, dass wir also so viel Initiative gezeigt haben, aber auf dem Lehrplan war es nicht. Und etwas, was ich auch im Nachhinein da auch hinzufügen möchte, ist, ich habe, wie gesagt, einen doppelten Blick. Du vielleicht auch. Einen Teil deiner Jugend hast du in der Türkei verbracht. Ich habe einen Teil meiner Jugend in den USA verbracht. Und es gehört zu meinen frühesten Erfahrungen und sehr prägende. Ich habe die Zeit des Kalten Krieges auch in den USA erlebt, und zwar die Kuba-Krise. Die Kuba-Krise war 1962. Ich war 4 Jahre alt und dann habe ich natürlich die ganze Nervosität auch mitbekommen. Und wie wir, damals war ich noch im Kindergarten, wie wir im Kindergarten gelernt haben, bei einem Angriff, einem Atomangriff, sollten wir alle unter die Tische gehen, als ob mich das vor einem Atomangriff schützen würde. Duck and cover hat es dann immer geheißen. Also wir sollten uns ducken, ne? Duck. Und dann habe ich immer gemeint, was hatten die Ente damit zu tun? Weil Duck ist, ja. Das sind so die Erinnerungen. Und ich habe aber auch die Erinnerung, dass tatsächlich meine Eltern versucht haben, mir die Weltlage zu erklären. Ich war nur 4 Jahre alt, aber die haben versucht, mir die Weltlage zu erklären.
Und da lief einmal auch eine Ey, sehr interessante. früh übt sich. Ich habe sehr früh begriffen, meine Existenz ist ein Ergebnis der Geschichte. Ich habe das begriffen. Und ich glaube, das ist das, was viele heute, die in Nicht unserer Gesellschaft verstehen. nicht verstehen. Es gibt Auch die ganze rechte Szene versteht das ganz, nicht. ganz genau, ganz genau. Die haben wenigstens einen Grund. Die wollen es nicht verstehen. Ja, Also, die wollen zuletzt es nicht. habe ich mal ein Gespräch gehabt über die Germanen und musste klarstellen, Leute, die Germanen sind kein europäisches Volk gewesen. Ne, die sind eingefallen, die galten als Barbaren, die sind einhergefallen, die Germanenstämme und haben Westrom quasi So, niedergemetzelt. wir haben alle einen Migrationshintergrund, alle, ohne Ausnahme. Und so Leute, die AfD wählen, die wollen das nicht wissen. Wir können es ihnen aber nicht aufzwingen. Wer hier uns mithört, der tut das freiwillig, weil er Interesse hat. Und Ich das habe sind. zuletzt in den sozialen Medien folgende Post gelesen, steht da drin, wer ist noch ein stolzer Deutscher, der hier geboren ist und keine andere Sprache spricht außer Deutsch? Also, ich muss das nur lachen. Ja. Alter, fehlende, also mehr Kompetenz zu haben, mehrsprachig zu sein, damit das Deutschsein zu verknüpfen als wäre ein wichtiges Kennzeichen des Deutschseins, eben nicht Fremdsprachen zu sprechen, sondern eher nur Deutsch sprechen zu können. Das ist ja Ja. wirklich sehr, sehr problematisch, ne? Das ist nicht nur problematisch. Also ich kann mich erinnern, es gab auch in den 80er Jahren einen Autoaufkleber. Heute haben wir nicht mehr diese Aufkleberkultur wie in den 80er Jahren. Jeder musste zeigen, ja, Atomkraft, nein, danke. Oder Ja, 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 laut. ja, ja. Und da gab es einen schönen Aufkleber, den habe ich auch gehabt. Alle Menschen sind Ausländer, fast überall. Was? Ja. Ja, also, und also wie gesagt, Bei da uns gab im es. Ort war der Hit natürlich erste FCK. Ja, eben, man zeigt, Kaiserslautern, Kaiserslautern, das ist erste FCK. interessant. Nee, nee, da berührst du einen wichtigen Punkt, nämlich es geht um Identifikation, nicht? Ja. Also man identifiziert Mein sich eben, Trainer, entschuldige, mein ja. Trainer war stinkesauer auf uns. Ich war in einem Fußballclub. Diejenigen, die gesagt haben, ich bin Bayern-Fan, ich wohne ja 20 Kilometer weit weg von Kaiserslautern. Wer gesagt hat, ich bin Bayern-Fan, der sagte, schämt euch, wie könnt ihr Bayern-Fan sein? Hier ist Betze, wir sind erste FCK-Fans. Wir sind die roten Teufel, ganz Wir genau. sind die Übrigens, roten Teufel. ja, es wäre interessant, wenn ich vielleicht mal einen Bekannten aus Frankfurt fragen würde, ob er mal zu uns sich zuschalten würde. Das behalten wir uns jetzt vielleicht mal vor als vielleicht ein Zukunftsprojekt. Und zwar Alon Meyer. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ein Er ist der Präsident. Fußballfunktionär, oder? Genau. Ja. Er ist der Vertreter von Maccabi Deutschland. Er lebt aber in Frankfurt. Und das ist ganz interessant, denn der Fußballverein Maccabi, das ist ein jüdischer Fußballverein, aber sie haben, soweit ich weiß, einen türkischen Trainer und da haben einen pakistanischen Torwart oder Die ich sind weiß so nicht was. Ganz Multikulti, genau. Aber es so passiert, wie die Bu Nationalmannschaft, so Multikulti sind die. ganz genau, richtig. Und es passiert aber, dass Leute, die mit der Sporttasche von Maccabi unterwegs sind oder mit dem Abzeichen, da ist ja auch ein Stern drauf, ein sechseckiger Stern, die werden in der Straßenbahn angespuckt. Und dann heißt es, ja, das ist, weißt du, Tucholsky, der große Polemiker der 20er Jahre, er würde sagen, das ist ein doppelter Fehler. Einmal ist es ein Fehler, überhaupt jemand anzuspucken. Ja. Und dann ist es auch noch ein Fehler, weil der ist ja gar kein Jude. Das gibt es ja auch. Aber weißt du, wenn die Menschen merken würden, dass niemand frei ist von Geschichte, wir sind alle ein Teil der Geschichte, dann, also ich habe das sehr schnell gelernt, vielleicht weil die Umstände dazu waren. Und Wenn du erlaubst, also ja. zähle ich mal kurz auf. Geschichte der eigenen Biografie, Geschichte der Familienbiografie, Geschichte deiner Umgebung, wo du aufwächst, Geschichte deiner Stadt.
Und bist du Geschichte der Welt? Bist du ein Produkt immer der Wir sind Geschichte? alle ein Produkt der Weltgeschichte, selbstverständlich. Also, und dann, wenn man sich anschaut, jetzt dieser ganze Rechtsruck, den wir haben, der hat in jedem Land, in jeder Gesellschaft natürlich ein anderes Kolorit, sage ich mal. Ja, weil zum Beispiel in England und in Frankreich, ja, da kommt ja noch die Kolonialgeschichte dazu. Aber Richtig. es ist alles ziemlich kompliziert. Und was meine Deutsch, Quatsch, was meine Geschichtslehrerin damals gesagt hat, das ist viel zu kompliziert, das müsst ihr nicht wissen. Das war, glaube ich, eines der großen Fehler der deutschen Ja, Bildungspolitik. natürlich, ja, Es natürlich. ist viel zu kompliziert, müsst ihr nicht wissen. Ich meine, es geht ja nicht um Sexualaufklärung, ihr seid noch zu jung dazu, wartet mal, ja, bö. Das ist Quatsch, im Gegenteil. Also ich war 4 Jahre alt, als diese Kuba-Krise war. Und damals habe ich ein im Radio gehört. Wir waren unterwegs im Auto und mein Vater hat gemeint, oh, das ist eine tolle Sendung, das müssen wir hören. Und da war ein Gespräch mit Robert Kennedy. Robert Kennedy war damals der Justizminister seines eigenen Bruders. Das ist interessant, ne? Also seines Bruders John F. Kennedy. Ach, Und Robert Kennedy der war schon Minister in im seinem Kabinett seines im Kabinett. Bruders. Das hat einen Grund gehabt, weil mein Vater hat mir das auch erklärt, nämlich die wollten damals die Mafia zerschlagen und da wollten die die Mafia mit den eigenen Mitteln kaputt machen, weil bei der Mafia ist es so, man nimmt nur die eigenen Leute, ne? Man nimmt nur die eigenen Leute, um zu zeigen, wir halten zusammen, das ist die Familie, ja. Und dann der war ja auch katholisch. Es gab bisher in Amerika nur zwei katholische Präsidenten, Kennedy und der jetzige, der Biden. Ah, der Und Biden ist auch katholisch. ist auch Okay. katholisch. Sonst waren alles bisher evangelische. Trump Und ist evangelisch. ja, und Trump macht übrigens das Gleiche wie damals Kennedy. Er nimmt nur seine Familie, seine Tochter, sein Schwiegersohn und so weiter. Er funktioniert Hey, genauso. bei Trump ist aber schon richtig, der nimmt die Mafia gegen die Mafia. Er macht eine eigene kleine Mafia. Ja, jedenfalls war da ein Interview mit Robert Kennedy im Radio, das da gerade lief. Und damals konnte man das nicht aufnehmen und später hören. Das musste man, und da musste ich still sitzen. Und hinterher hat mein Vater mir das erklärt. Er war Das war, wenigstens. ey, Andy, das war ja immer früher der Volkssport, wenn du Musik aufnehmen wolltest, weil das ja Ja. nicht aufnehmbar ist. In dem Moment hast du halt Aufnahme und Rekord gleichzeitig gedrückt Richtig. und hast gehofft, dass der Moderator nicht Ja, reinquatscht. genau das. Und die Leute aus der DDR haben da noch besonders schwierig gehabt, weil es gab's, die konnten das nur über Westfernsehen oder Westradio hören. In der Tat. Und es gab damals noch nicht einmal die Kassetten. War das nicht, war das, hieß das Kurzwelle? War das Kurzwelle, wo man dann längere Distanzen Kurzwelle, hören konnte? Ultrakurzwelle, ja, Und, ja, aber UKW, die gute. stimmt, UKW, UKW. UKW, da war das wenigstens ein Stereo, aber das hat man dann später sehr schlechte Tonqualität gehabt. Aber als ich 4 Jahre alt war, so alt bin ich schon, da gab es noch nicht einmal Kassetten. Das heißt also, es gab nur diese Reel to Reel, nicht? Also von Spule zu Spule. Und das konnte man nicht unterwegs noch im Auto mitnehmen, es war ja Ja. unmöglich. Also, und dann hat mein Vater war wenigstens so freundlich und hat mir dann hinterher erklärt, was da alles war. Und dann hat er gemeint, naja, du weißt, ich war im Weltkrieg, sagt mein Vater, also über sich. Aber es gab, das war der Zweite Weltkrieg, es gab schon einen Ersten Weltkrieg. Und ich war 4 Jahre alt und dann hat er mir erklärt, vor dem Ersten Weltkrieg gab es so viele Verträge zwischen den Ländern, kein Mensch hat mehr durchgeblickt. Und weil ich habe gefragt, wieso gab es einen Weltkrieg? Da hat mein Vater mir erklärt, ja, da war ein Österreicher und der wurde in Serbien erschossen. Und wo ist Serbien? Ja, das ist auch Europa. So. Und ein Serbe hat ihn erschossen. Da haben die Österreicher gesagt, gut, dann erklären wir Serbien den Krieg. Aber es wurde daraus schnell ein Weltkrieg, weil Österreich auch noch mit den Deutschen verbündet war und Serbien war mit Russland verbündet und dann noch irgendwie über zwei Ecken mit England und mit Frankreich und das Ganze. Und auf einmal waren alle im Krieg. So. Und dann hat mein Vater mir erklärt, das ist also, da hat kein Mensch mehr durchgeblickt. Und Hast heute du ist nicht es. gefragt, warum das Weltkrieg heißt, obwohl das in Europa stattfindet? Nee, das habe ich ihn nicht gefragt. So klug wie du war ich damals nicht. Und er hat mir also erzählt, übrigens, das ist nicht ganz richtig, weil die Kolonialmächte haben sich auch in Afrika gegenseitig bekämpft, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die haben eigentlich den Krieg hier woanders nochmal weiter ausgetragen.
Natürlich, die haben auch in Afrika und auf den Weltmeeren haben sie sich bekämpft und außerdem, die Deutschen haben einen riesen Fehler begangen. Die haben Es war aber Amerika. nicht der Krieg der Länder in Afrika. Nein, aber es war ein europäischer Weltkrieg, Ja, das stimmt, es war richtig. ein Eu ja, Und ja. die Deutschen haben den großen Fehler begangen und übrigens im Zweiten Weltkrieg den gleichen Fehler nochmal begangen. Die haben die Amerikaner provoziert und dann sind die Amerikaner mitten in den Krieg gegangen. Und das ist das gleiche Problem wie bis heute. Wir haben industrielle Kriege inzwischen. Das heißt also, beim Ersten Weltkrieg hat man nicht begriffen, das ist ein industriell geführter Krieg. Das heißt also, die Industrie muss die ganze Munition nachliefern. Und die deutsche Industrie war dazu nicht mehr in der Lage. Und dann haben sie die Amerikaner provoziert. Und die Amerikaner waren da eben industriell stark genug, um da eben den Krieg schnell zu Ende zu bringen, weil sie eben genug Nachschub hatten. Die Deutschen hatten keinen Nachschub mehr. Und so haben sie den Krieg verloren. Die Türken waren auf der falschen Seite, ne? Und da war, und danach musste dann eben die Welt ganz neu geordnet werden. Jedenfalls hat mein Vater mir das so erklärt, dass da keiner mehr durchgeblickt hat. Und Kennedy, der Robert Kennedy, hat gesagt, damals war das ein halbes Jahrhundert her gewesen. Inzwischen ist es über ein Jahrhundert. Das war also 1962. Und Robert Kennedy hat die ganze Zeit gesprochen von den Ereignissen, die 50 Jahre zurückliegen, von seiner Warte aus gesehen. Und da hat er gesagt, wir können aus der Geschichte lernen. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Begriff gehört habe. Wir können aus der Geschichte lernen. Und dann hat er gesagt, damals kam es dann eben dazu, dass es einen Weltkrieg gegeben hat. Und wir können aus der Geschichte lernen, indem wir heute nicht die gleichen Fehler machen wie damals. Und heute steht noch viel mehr auf dem Spiel, weil wir atomar hochgerüstet sind. Und siehe da, er hatte recht. Die Kennedy-Brüder haben uns vor einem Weltkrieg gerettet damals. Und so hat es Heute dann ist später. ja ein Weltkrieg gar nicht so möglich. Wir würden ja alle innerhalb kürzester Zeit die Menschheit ausrotten. So Vor stark sind 50 wir. Jahren war das nicht viel anders. Die Atomwaffen, die gab es damals ja auch schon. Ja, da Ja. hätten wir die Menschheit auch ausrotten können, ja. Also immerhin, man war sich zumindest in den USA, war man sich bewusst, dass es also politische Fehler geben kann, die zum Weltkrieg führen. Und dann kann ich mich erinnern, meine Mutter, die ja aus Russland kommt, die hat sich dann eingehakt in das Gespräch und die hat gemeint, na schön, wissen das auch die Russen? Und dann war plötzlich Stille im Auto, weil. Wissen das, hey, wissen das aus, die Russen? Das klingt so wie einer war psychisch krank und hat gedacht, ich bin ein Korn, wurde behandelt, ist zum letzten Mal zum Therapeuten und hat gesagt, ich bin jetzt geheilt. Ich weiß, ich bin kein Korn mehr. Sagt er, gut, hat sich verabschiedet, ist rausgegangen, kam geschwind nach ein paar Minuten zurück. Sagte, Herr Doktor, Herr Doktor, ich weiß, dass ich kein Korn bin, aber wissen das die Hühner? Ja, So ähnlich, genau, so genauso ähnlich. ist das. Daran Genauso hat ist. mich das erinnert. Wissen auch die Richtig. Russen, dass wir die Ja. Welt kaputt machen können? Das ist sehr Ganz lustig. genau das. Und deswegen wurde es plötzlich still im Auto. Und ich habe wahrscheinlich als Kind dann begriffen, das ist keine gute Sache, weil die Russen wissen es entweder nicht oder sie wissen es doch und es ist ihnen egal. Und genau da, und verstehst du, Geschichte zu verstehen, braucht man auch die Zeitzeugen. Und meine Zeitzeugen waren vor allem meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, Eltern vom Vater, die haben den Krieg nicht überlebt. Aber ich wusste von meinem Großvater, na klar, irgendwann mal fragt man auch, na, wie hast du die Oma kennengelernt? Da hat er mir eine interessante Geschichte erzählt. Er kommt aus Odessa, eine Stadt in der Ukraine, heute auch wieder leider in den Schlagzeilen. Eine Und sehr meine schöne Stadt, die leider jetzt auch leidet unter dem Krieg, starke, ganz genau. starke Kriegsleiden hat, ja. Richtig. Und dann hat er mir erzählt, wie schön da die Freitreppe vor der Oper ist. Und da hat mir erzählt, ein Drittel dieser Stadt war früher jüdisch übrigens. Und er gehörte eben zu diesem Drittel dazu, waren aber arme Leute. Und sein Vater wollte, dass er einen Beruf erlernt. Und
schon damals hatten Juden sozusagen das duale System. Das heißt also, ähnlich wie das duale System hier bei uns in Deutschland, man geht in die Berufsschule und begleitend geht man dann auch, lernt man auch ein Handwerk. Und so ähnlich war das damals auch. Und allerdings nur innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Das heißt also, sein Vater vermittelte ihn zu einem Bekannten irgendwo in der Nähe von Kiew. Das ist auch in der Ukraine, aber weit weg von dort, wo er herkommt, damit er bei ihm Schneider lernt. Und waren ja arme Leute, deswegen war er bei einem Schneidermeister, der zugleich auch sein Vermieter war. Und dann ging er auch noch ein paar Mal in der Woche ging er in eine Talmudschule, also eine Religionsschule. Und er verliebte sich in die Tochter des Vermieters. Und das war meine Oma. Das war meine Oma. Jetzt war der Vater meiner Oma, war also wie gesagt dieser Schneidermeister. Und er war einverstanden mit dieser Verbindung. Und dann hat er mit ein paar Leuten zusammen dem jungen Paar etwas Wunderschönes geschenkt, nämlich eine neue Existenz. Er sollte eine Arbeit antreten, allerdings in einer anderen Stadt, wo eine Stelle gerade frei geworden war. Und das war unmittelbar nach der russischen Revolution. Also ein Teil von mir ist auch russische Revolution, nicht? Er ging also in die Stadt Leningrad. Das ist also das heutige Sankt Petersburg. Und damals war das Petrograd, glaube ich, oder Sie haben es schon umgenannt, in Leningrad. Und die Stelle, die frei geworden ist, war in der ehemaligen Hofschneiderei des Zaren. Jetzt war der Zar nicht mehr. Aber die Hofschneiderei gab es noch, dafür gab es jetzt die Kommunistische Partei. Und diese ganzen Parteifunktionäre sind da gekommen, um sich schöne Uniformen, wie heißt das, schneidern zu lassen. Und ob es der erste Arbeitstag war oder bald am Anfang, spielt keine Rolle. Jedenfalls, er kommt dort an, man gibt ihm irgendwo eine, wie heißt das, eine Maschine, eine Nähmaschine. Da heißt es geheißen, so, und hier musst du schneidern und so. Und dann kommt ein besoffener Funktionär der Kommunistischen Partei, um seine neue Uniform anzuprobieren. Und das muss so ein Bauer gewesen sein, der keine Ahnung hatte von Maßschneiderei. Der kommt da rein und dann hat er natürlich eine Uniform bekommen, die er nur anprobieren sollte. Da hat noch ein Ärmel gefehlt, da haben die Knöpfe gefehlt. Anprobe, Anprobe. Aber der Mann hat das nicht verstanden. Und dann hat er dann den Schneider angeguckt, der ihm das angetan hat, sozusagen, hat gemeint, das soll ich anziehen. Er zieht seine Pistole und er schießt diesen vor den Augen aller Leute. Und mein Opa war auch dabei. Und der Vorarbeiter sagt zu meinem Opa: Tu so, als ob du das nicht gesehen hast, arbeite einfach weiter. Er musste dann alles aufwischen. Und dann hat es geheißen: Der Mann kommt morgen und du machst dann die Anprobe. Und der hat gemeint: Um Gottes Willen, meine Tage sind vorbei. Also das, und dann hat er begriffen, warum dort eine Stelle frei geworden ist. Da hat er die Entscheidung getroffen, ich wandere aus, in diesem Land will ich nicht leben. Ob das der Zar ist, ob das die Kommunisten sind, egal. Das ist ein Teil, mein Opa war nicht politisch korrekt. Er hat gemeint, die Russen sind brutal. Die können auch sehr, sehr freundlich sein, aber furchtbar brutal. Und wenn sie nichts zu verlieren haben, dann sind sie am brutalsten. Und deswegen hat meine Mutter gefragt, ja, wissen es auch die Russen oder ja, meine Eltern haben, wissen es auch die Russen, weiß es auch die Henne eben. Aber auf jeden Fall, also damals wurde die Welt gerettet und wir sind am Atomkrieg vorbeigeschlittert. Und da habe ich dann auch also gesehen, das ist wichtig. Warum gebe ich dieses Beispiel? Dieses Beispiel ist deswegen wichtig, weil wenn die Leute kapieren würden, sie sind alle ein Teil der Geschichte, das ist das Emotionale, weil ich suche jetzt meine eigene Identität. Und wenn ich jetzt verstehe, ich bin ein Teil der Geschichte, dann muss ich verstehen, das ist der andere ja auch. Das heißt also, wir alle haben Migrationshintergrund, mehr oder weniger. Ich glaube, ich lebe ja hier in Frankfurt und ich glaube kaum, dass es in Frankfurt noch Leute gibt in meinem Alter oder auch Nachgeborene, die sagen können, die haben vier Großeltern, die auch aus Frankfurt waren. Gibt es kaum noch. Also das ist nun mal unsere heutige Gesellschaft. Und das muss in einer Art und Weise vermittelt werden, damit die Leute verstehen, das sind keine Jahreszahlen, sondern das ist meine Biografie, so wie du das vorhin auch gesagt hast.
Und das ist eine Sache, die eben hier sehr, sehr vermisst worden ist. Und es fällt uns jetzt, wie gesagt, alles auf die Füße. Man müsste jetzt sofort anfangen mit Bildungsangeboten in den Schulen, die eben zum Ziel haben, was ist das Bildungsziel? Dass die Menschen sich, die Schüler zunächst einmal, dass die verstehen, warum sie überhaupt in diesem Land sind. Und was es da für eine Vorgeschichte gegeben hat und dass die eigene Geschichte ein Teil der Vorgeschichte ist. In den USA hatten wir ein Geschichtsbuch, ich werde es nie vergessen. Da war ein Bild drauf vom trojanischen Pferd. Ja, also Antike, Griechenland. Aber das Interessante ist, der Titel dieses Buches, es hieß Backgrounds of American History, die Hintergründe der amerikanischen Geschichte. Ich habe mich immer darüber lustig gemacht, aber im Nachhinein habe ich festgestellt, als wenn man die amerikanische Geschichte erklären will, dann muss man natürlich mit der Antike in Europa auch anfangen. Ist auch Klar, richtig. klar, Und klar. das heißt also, die amerikanische Geschichte wurde dann eben so vermittelt, dass man eben auch erklärt hat, es gibt diese Geschichte aus Europa, es gibt aber auch eine sehr interessante Geschichte in Asien und auch in Afrika. Die Afroamerikaner, die haben dann eben auch gesehen, wir sind auch ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind aber aus Zwang hierher gekommen. Die anderen Leute sind freiwillig hierher gekommen und diejenigen, die schon vorher da waren, die mussten den Preis für alle bezahlen. Und das ist die amerikanische Geschichte. Dann allerdings haben wir einen Zusammenbruch erleben müssen in den USA der letzten 50 Jahre, wie das ganze Bildungssystem, ich weiß nicht, kaputt gegangen ist. Und man braucht sich diese Elite an die Universitäten heute nur anzuschauen. Die haben alle überhaupt keine Ahnung von Geschichte. Und das liegt vielleicht daran, dass das Bildungssystem in Amerika auch zu stark aufgebaut ist auf wer kann sich das leisten. Das haben wir auch Sag in mal, Deutschland. ich war überrascht, apropos Geschichte. Geschichte ist ja so super interessant. Ja. Die ist wirklich so interessant. Ich habe zuletzt mal ein bisschen die Geschichte der Ukraine mir angeschaut. Die ist ja so vielfältig. Und dann kam raus, dass die Hauptstadt Kiew das Wort Ev, Haus, aus dem Türkischen drin ist, Kiew. Haus von Ki. Und Ki war einer der Brüder von diesem ostslawischen Fürsten. Die drei Brüder, Ki und die anderen weiß ich jetzt nicht. Heißt Haus von Ki. Kiew. Und dann habe ich festgestellt, dass seit 500 Jahren ist ja russisch beherrscht dort gewesen. Und da, also 16, ab 16. Jahrhundert, glaube ich. Und davor war es also fast 1500 Jahre überwiegend türkisch beherrscht. Das wusste ich nicht. Also wie Geschichte sich auch ändert. Und wir denken, wir sind immer hier, uns gehört das und wir gehören dahin und wir gehören. Diese Identitätspolitik ist manchmal so verzerrend und auch so problematisch, diese. Und dann entstehen auch so diese nationalistischen Übertreibungen. Dann landen wir selbst sehr schnell beim Faschismus, wenn man weiß, dass heute wir hier sind, heißt nicht, dass in 300 Jahren wir immer noch da sind. Es kann sich alles verschieben. Das sieht man ja auch sehr gut an der Geschichte des jüdischen Volkes, wie überall sie gewandert sind. Natürlich spielt da die Verfolgung die zentrale Rolle, die zentrale Rolle. Nichtsdestotrotz kann man da viel lernen, dass man eben sich dort niederlassen kann und dort sich zu Hause fühlen, wo man ist, wo man sein Lebensmittelpunkt ist, wo man für die Gesellschaft was beitragen kann. So wie wir beide, du kommst aus Amerika, ich komme aus der Türkei und wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet und arbeiten zusammen für eine friedvolle Gesellschaft.
Das wollte ich nochmal einwerfen Ja, in dein Gespräch. richtig. Und zwar, mein Großvater hatte auch einen schönen Spruch dazu gehabt. Der hat gemeint, es stimmt nicht, dass die Juden ein Wandervolk sind. Wir würden gar nicht wandern, wenn man uns nicht verfolgen würde. Logisch, Eben, logisch. ja, eben. Ja, Und logisch. das führt auch zu Wanderungen. Wanderungen sind immer Ausdruck von der Form von irgendeiner Gewalt. Und wenn es dann Klar. heute heißt, Fluchtursachen bekämpfen, dann sind die nicht unbedingt in Afrika, sondern hier bei uns, ja. Ja, klar, Und ja, bitteschön, klar. dann soll man das eben bekämpfen. Und es hat auch viel mit Bewusstsein zu tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war, glaube, 5 Jahren war das. Da ging ein Bild um die Welt, ein wirklich tragisches Bild. Ein 3-jähriger Junge, der ertrunken ist irgendwo auf einer griechischen Insel. Und das Bild, kannst du dich erinnern? Ich Ja, glaube, ein türkischer Junge vor der, einer das war, griechischen Insel. strandete sogar vor der türkischen Küste sogar, soweit ich mich erinnern kann. Türkische Küste, also auf jeden Fall im Mittelmeer. Und das Bild ging um die Welt. Das ging um die Welt, das ist interessant. Was nicht um die Welt gegangen ist, neulich gab es dazu auch eine interessante Sendung dazu im Fernsehen. Interessanterweise war das eine Kabarett-Sendung, wo man gesagt hat, wieso interessiert uns das und andere Bilder nicht? Und die haben das Bild gezeigt von einer Schwarzafrikanerin, die verdurstet ist in der Wüste. Und zwar in der libyschen Wüste. Sie ist mit ihrer Tochter zu Fuß bis an die libysche Küste und dort durch Pushbacks, durch Frontex von Europa also aus, wieder nach Libyen zurück und dann über die Grenze einfach beziehungsweise in die Wüste hinein, ohne Wasser. Und dort ist sie mit der kleinen Tochter elend verdurstet. Und dann haben sogar noch diese libyschen Polizisten sogar noch ein Bild davon gemacht und in den sozialen Medien. Und ja, guck mal, was wir geschafft haben. Waren sogar noch stolz drauf. Dieses Bild hat es nie bis nach Europa geschafft, es sei denn eben über eine Kabarettsendung. Das ist aber gar nicht lustig, sondern die wollten dann eben fragen, woran liegt das, dass uns der kleine Junge, der im Mittelmeer ertrunken hat, ein Bild war, das um die Welt gegangen ist Ja. und hier die Mutter mit ihrer Tochter eben nicht. Welche Kriterien sind das? Das heißt also, die Medien geben ja nur das weiter, was sie wissen, die Leute würde auch interessieren. Also Klar. man kann mit Medienschelte ist es zwar zu wenig, man muss sich an die eigene Nase fassen, weil die Medien in einem freien Land, wie wir hier sind, die richten sich nach Interesse des Publikums, nicht wahr? Weil die wollen die Auflage, die wollen die Klar. Zuschauerquoten und so weiter. Was mir aber auch dazu einfällt, weil du sagst, wegen der Geschichte. Und die Ukraine, die heutige Ukraine, war mal türkisch beherrscht, ist es ganz klar, man braucht sich da nur die geografische Lage anzuschauen. Die Türkei ist südlich des Schwarzen Meeres und die Türkei ist nördlich des Schwarzen Meeres. Und bis heute spielt die Türkei durchaus eine sehr wichtige Rolle, wenn es um die Vermittlung geht. Ja, das heißt also, weil jetzt da auch der Hunger eingesetzt wird als Kriegswaffe, in der Ukraine wird sehr viel Weizen angebaut. Wir beide, Gott sei Dank, wir beide können uns leisten, das Doppelte für ein Brötchen zu bezahlen, aber es gibt Millionen Menschen in Afrika, die das nicht können. Und der Preis regelt dann die Verteilung und im Moment, ja, verhungern dann eben sehr viele Ja, nicht Menschen. nur in Afrika, wir haben auch in Deutschland Haben wir auch, sehr viele Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende auch, Ja, richtig. Eltern, die Die sich Auswirkungen sind, die jeden Cent umdrehen müssen Richtig, und ja. ganz Das sind dann die kritisch Zusammenhänge. Das sind die Zusammenhänge. Das und heißt also, darüber sehr, sehr grübeln müssen, wie kriegen sie jetzt den nächsten Monat rum? Und viele dieser Leute suchen dann eben den Schuldigen und sagen dann, der Staat ist schuld und dann wählen sie AfD. Ich will nicht So sagen, dass ist. wer arm ist, wählt dann AfD Nein, oder wird natürlich recht. nicht, natürlich nicht. Aber Aber das gibt einen Auftrieb in der Gesellschaft, ja. Ja, ich finde, den es ist Populisten. menschlich. Es ist Ja, menschlich, weil irgendjemand sehr, muss. sehr Ich menschlich, sehr gehe menschlich. arbeiten, ich arbeite schwer und trotzdem habe ich nicht genug Geld. Wer ist schuld? Die da oben, ist doch klar. Ich Ne? habe So. noch, was weiß ich, 3 Kinder. Ich muss 2 Jobs machen, damit ich überhaupt über die Runden komme, beispielsweise. Und dann schaue ich natürlich, wer ist dafür verantwortlich, wenn ich dann in der Aber Krise bin? es kommt noch besser. Es kommt jetzt noch die Identität dazu. Da heißt es, ich bin hier geboren und Ja. jetzt kommen hier irgendwelche Ukrainer
oder Afghanen, Was ja, auch immer, was auch und immer. die kriegen alles in den Arsch geschoben, Richtig. so, und man versteht die Zusammenhänge nicht. Das heißt, die Politik hat versagt, es sich zu vermitteln, nicht wahr? Ja. Ganz, ganz berühmt ist dieser eine Satz, der übrig geblieben ist von Angela Merkel: Wir schaffen das. Ja, Das heißt, ja, sie ja, hat nur ja. gesagt, wir schaffen das, aber es ist ihr nicht gelungen, die Zusammenhänge so zu erklären, dass man auch mitgegangen ist. In einer Demokratie vor allem müssen die Menschen verstehen und die müssen mitgehen. Und in einer immer komplexer und schwieriger werdenden Welt sucht man nach einfachen Lösungen. Und deswegen kommt auf einmal so eine schlaue Sarah Wagenknecht und sagt, ihr müsst mich. Die hat ganz einfache Wahlsprüche gehabt für die Europawahl. Da hat es geheißen, wollt ihr Krieg oder wollt ihr Frieden? Nein, wir wollen Frieden, natürlich. Ja, Ja, und ja. dann wählen wir Sarah Wagenknecht. Dabei. Totschlagargumente. Es ist kein Totschlagargument, es ist ein dummes Argument, weil es einfach, es schlägt tot, du hast recht, ja, eben. Gerade weil es so dumm ist. Ja. Und dann werden die Leute aber ein Aufwachen haben, wenn sie dann merken, das geht in die andere Richtung. Ich Weil. glaube, eine andere Partei, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, welche Partei, die haben dagegen auch geklagt, aber leider verloren. Die haben gesagt, so eine Werbung darf man nicht, so eine Naja. Wahlwerbung darf man eigentlich nicht machen. Sind Sie für oder gegen den Krieg? Das gilt ja für jede Partei. Bitte schön, aber Ja. es gibt in den USA ein Gesetz, dass Werbung wahrhaftig sein muss. Nicht wahr? Also Das das ist wäre wie, auch wenn du Quatsch. fragst, willst du leben oder sterben? Ist ja klar, dass wir leben wollen. Naja, ich weiß es nicht. Die Tora fragt auch. Wähle das Leben, heißt es, weil man hat ja die Wahl, nicht? Ich sage dazu immer, es gibt keine Alternative zum Leben. Aber es gibt eine Alternative zur Geschichte und das ist die Ignoranz. Und wenn die Leute anfangen, ihre eigene Geschichte nicht zu verstehen, dann werden sie umso ignoranter und dann steuern wir direkt in die nächste Katastrophe. Und dann kann es passieren, dass die Geschichte, ja, sich nicht vielleicht wiederholt, aber irgendwie, dass sich das reimt. Es gab einen amerikanischen Schriftsteller, Mark Twain, der hat gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie. Ne, die reimt sich. Da passieren ähnliche Sachen. Und bei Robert Kennedy damals hat es geheißen, wir wollen nicht, dass sie sich wiederholt oder auch reimt. Wir wollen sehen, was lernen wir aus den Fehlern von früher. Das ist also, was man aus Geschichte macht und wie man Geschichte vermittelt und was man aus ihr lernt. Und da fällt mir übrigens auch ein Witz ein, den ich von einem Kollegen gehört habe. Sein Name sei hier wenigstens erwähnt. Es kommt ihm dann auch die Ehre dafür. Rabbiner Rothschild, also Rothschild aus Berlin. Und also ein Engländer, der jetzt in Berlin lebt. Und Herzliche Grüße von hier. herzliche Grüße. Ja, und der hat nämlich folgende Rätselfrage gestellt, nämlich, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Historiker? Kommst du drauf? Der Historiker weiß alles. Ah, Ne, passt nicht. Nein. fast, fast, fast. Fast. Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Historiker? Gott kann die Vergangenheit nicht ändern. Wie vermitteln wir die Also Vergangenheit? das ist ein schwerer Vorwurf, ne, gegenüber Historikern. Das weißt Aber du. selbstverständlich. Aber es ist satirisch schön verpackt, diese Sagen wir Kritik, mal ja. so, ein Historiker, der deswegen beleidigt ist, ist für mich ein schlechter Historiker. Ein Historiker, der da zuspricht und sagt, ja, du hast recht, das ist mein Historiker. Aber Das ist einer, den ich. du hast völlig recht. Es ist fast Allgemeinbildung, dass wir das wissen, dass das Historie ist. Damit müsste, da eben, vielleicht sollte man mit diesem Witz anfangen. Wenn man dann Geschichte vermittelt und dann außerdem noch erklärt, warum das so ist. Geschichte ist ja Geschichte der Sieger. Die Sieger schreiben ja die Geschichten. Jein, jein. Geschichte Zumindest schreibt. nicht ausschließlich, richtig, nicht ausschließlich, aber die Sieger sind da immer wieder dominant, immer wieder erkennbar.
Naja, die Verlierer schreiben auch Geschichte, indem sie dann einfach sagen, wir sind nicht schuld, nicht? Und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg oder schon nach dem Ersten Weltkrieg, wo es geheißen hat, damals im Friedensvertrag, da hat es geheißen, Deutschland ist schuld. Und dann haben die Deutschen gesagt, das ist Siegerjustiz, ne? Weil eigentlich waren alle schuld am Ersten Weltkrieg. Das ist alles zusammengebrochen. Und die alleinige Schuld am Krieg, den Deutschen zuzuschieben, das hat die Deutschen ihre Identität gestört. Und das hat nur dazu geführt, dass sie sich als Opfer gefühlt haben. Und das ist auch ein Hinweis schon mal darauf, dass hier etwas nicht stimmt. Das finden wir überall da, wo es sehr viel Gewalt gibt, da, weil die Leute ihre Gewalt auch irgendwie rechtfertigen wollen. Und dann sagen sie, das ist ja nur Notwehr, ja. Ja, die, ich meine, weil Deutschland hier quasi fast ganz Europa besetzt hat, gab ja auch diesen Witz in Amerika, den habe ich mal gehört. Die haben dann gesagt, wie fängt ein deutsches Rezept an? Jedes deutsche Ja, Rezept. wie will ein Rezept für ein Omelett? Man klaue zwei Eier. Ja. Nee, nicht, nein, nicht dieser Nein, Witz, ein anderer, ein na, ein anderer. anderer. Ah, Wie okay, fängt ja. jedes deutsche Rezept an? Das war Nachkriegswitz. Ja. Punkt 1, Küche besetzen. Aha, ja. Küche besetzen. Also, Ja, Küche besetzen. Punkt zwei. weil ganz Ja. Deutschland ja von Ja. Deutschland, aber ganz Europa von Ganz Deutschland Europa, besetzt wurde. Ja. richtig. Genau, ja. Also im Prinzip war es doch der gleiche Witz, der holt nur ein bisschen weiter aus, ja. Und das Problem ist also, wer schreibt Geschichte? Also ich glaube, natürlich schreiben auch die Sieger, aber auch die Besiegten, die sich das dann eben zurechtbiegen, nicht? Das heißt also, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es geheißen, ja, wir waren da, man hat uns also einen Frieden aufgezwungen und wir wollten das nur irgendwie, wir waren die armen Opfer des Friedensvertrages, nicht? Und so, und dann mussten wir uns nur wehren. Aber auch so fing aber auch schon in der Vorkriegszeit an, Deutschland sich zu besetzen, schon vor dem Krieg. Die haben zum Beispiel das Sudetenland besetzt, das hatte ja zur Tschechoslowakei gehört, indem man eben einfach gesagt hat, die Deutschen in der Tschechoslowakei werden als Minderheit verfolgt. Deswegen holen wir sie heim ins Reich, ne? So hieß damals der Slogan, wir holen sie heim ins Reich, weil man gesagt hat, die Deutschen werden hier misshandelt. Der Jugoslawienkrieg fing genauso an. Da ging Milosevic, das war damals dieser serbische Führer, zu der serbischen Minderheit in Kroatien und die haben gesagt, unsere Nachbarn schlagen uns. Da hat es geheißen, niemand darf euch schlagen. Und schon ging der Krieg los. Und dieses mühsam zusammengehaltene Jugoslawien brach dann auseinander in verschiedene Teilstaaten. Und Apropos Krieg, Andy. Beende mal deinen Satz, ich will da was ergänzen. ne, wir sehen also, wie eben jeder, der, also das Problem ist dann auch, man sieht sich als Opfer und weil man sich als Opfer sieht, hat man dann auch das moralische Recht, Krieg zu führen. Jeder, der Jetzt, einen Krieg, ja. apropos Krieg. Ja. Heutzutage wird an manchen Stellen ja der Krieg eigentlich über die Nachrichten geführt. Na, Über die Nachrichten. selbstverständlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die ARD hatte mal vor einiger Zeit, es war ein Skandal, von dem Berkeley International Framing Institute ein Framing Manual erstellen lassen. Das hieß unser gemeinsamer freier Rundfunk. Jetzt halte ich fest, das ist, wie das beginnt. Ich habe das mal rausgefischt. Ich habe das Dokument bei mir vorliegen. Jetzt werde ich dir den ersten Satz vorlesen und den wichtigsten, den wichtigsten, die wichtigsten Wörter mal und darüber mit dir darüber reden. Es heißt folgendermaßen: Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD zu stellen, auch gerade in Zeiten, in denen Gegner der ARD deren Relevanz in Frage stellen und
orchestrierte Kampagnen fahren, die die ARD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. Aha. Also, du merkst, Toller Satz. Toller hier, Satz. man redet von Gegnern der ARD, ne? Das muss auf der Zunge zergehen lassen, dass eine Rundfunkanstalt hat ja normalerweise keine Gegner, sondern die berichtet einfach. Na, die hat aber schon Gegner, das stimmt, weil wenn die AfD auf die Straße geht, Der ARD. dann schreien sie Lügenpresse, Du ne, und meinst Lügenfunk, ja. AfD und ARD als Ja. Gegner. Nee, die gibt Das es. Weil, schau mal, wenn wir schon über Geschichte sprechen und über Krieg, eines der ersten Opfer oder vielleicht das allererste Opfer in einem Krieg ist auch die Wahrheit, nicht? Also Ja, das, ja, ja. ja, weil das, und heutzutage sind also du hast recht, wir haben auch einen Nachrichtenkrieg. Heutzutage sind die Nachrichten so schnell wegen der sozialen Medien, Ja. dass die Rundfunkanstalten, aber auch die Zeitungen und so weiter, die Radioanstalten, die müssen eben sehr schnell reagieren, sonst verlieren sie Zuschauer und Leser und so weiter und übernehmen dann eben bestimmte Nachrichten, die gemeldet werden, schneller als andere. Und da sitzen auch nur Menschen. Da sitzen auch nur Menschen. Ich weiß nicht, Gewiss, gewiss. ob die KI besser wäre. Ich gebe nur ein Beispiel. Jetzt in diesem Gaza-Krieg, da gab es gleich ziemlich am Anfang des Krieges eine Meldung von einem israelischen Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus. Ja, das ist eines der größten Krankenhäuser, wenn nicht das größte Krankenhaus in Gaza, von einem Raketenangriff auf dieses Krankenhaus, 500 Tote. Das hat auch die ARD sofort gemeldet. Das Interessante war, da war ein Reporter von Al Jazeera auf Live-Schaltung. Als hinter ihm einige Raketen hochgegangen sind, er stand in Gaza und hinter ihm gingen Raketen hoch aus Gaza. Und dann hat er noch gemeldet: Ja, hier, da sehen wir die Hamas und den islamischen Dschihad, die wehren sich, ja, die sind ja Opfer und so weiter. Und die schießen nach Israel. Und eines dieser Raketen während der Live-Schalte landet noch, also ist irgendwie fehlgeleitet und landet noch sozusagen kurz nach dem Start und gibt eine Riesenexplosion. Und dann hat es geheißen, oh, das muss das Al-Shifa-Krankenhaus gewesen sein. Danach hat Al Jazeera das sofort aus dem Netz genommen, weil es war klar, das war eine fehlgeleitete Rakete. Und die große Explosion war, weil es auf einem Parkplatz landete und erst einmal Autos getroffen hat. Es gab Tote, ich glaube ungefähr 10 oder 12. Für jeden ist jeder Tote ist einer zu Na viel, klar. natürlich. Aber es wurde sofort gemeldet, 500 Tote, israelischer Angriff. Das war gar kein israelischer Angriff, das war eine fehlgeleitete Rakete von den eigenen Leuten sozusagen. Aber es wurde sofort gemeldet. Es wurde deswegen sofort gemeldet, weil, das ist jetzt meine Unterstellung, weil man es glauben wollte. Und das ist auch einer meiner persönlichen Erkenntnisse nach einem 66 Jahren, wo ich jetzt alt bin. Ich habe teilweise in Amerika, teilweise hier gelebt. Die Menschen glauben, woran sie glauben wollen. Ich glaube auch, woran ich glauben will. Auch du glaubst, Ja, woran du glauben willst. klar. Und das ist eben das große Problem, das wir hier haben. Das ist ein großes Drama. Und das betrifft auch die geschichtliche Vermittlung. Und weil wir eben in Deutschland sind, da muss man dann auch verstehen können, nehmen wir für einen kurzen Moment an, wir beide wären Bio-Deutsche. Unsere Väter und Großväter waren Nazis. Ja, es gab doch Millionen von Nazis. Irgendwie wurde vermittelt, das war Hitler und so eine kleine. Nein, das waren Millionen von Menschen. Man sieht doch auch diese schönen Bilder, die damals aufgenommen worden sind, wo er reinfährt, ein Fußballstadion, Tausende von Leuten schreien Heil Hitler. Es gab diese Menschen, die sind doch nicht irgendwie von einem fremden Stern gekommen und nachher wieder verschwunden. Es gab sie. Und jetzt stell dir mal vor, du wächst auf und sitzt auf dem Schoß deines Großvaters und dein Großvater war ein Nazi. Den Großvater liebst du doch. Und Klar. deswegen wird dann eben einfach ausgeblendet, dass der auch ein Verbrecher war. Ja, und dann hat man dann eben einen Reflex, wo man dann meint, jetzt zum Beispiel im Gazakrieg, dann heißt es, aha, das sind Israelis, also Juden.
mein Opa hat Juden umgebracht und jetzt sehen wir, warum er das gemacht hat, weil die Nachkommen der Überlebenden, guck mal an, wie verrückt das Ganze ist, man glaubt es, weil man es glauben will und wenn man dann bei der ARD sitzt, dann heißt es, dann übernehmen wir diese Nachricht, Na, weil sie mir passt. Ich man brauche denkt, diese Nachricht. man denkt, die damaligen Juden hätten damals auch so wie Netanyahu gehandelt und würden, ja, aber wenn die, man, die bringen die Zeiten durch. Das ist Anachronismus, das die bringen geht die nicht. Zeiten durch, Herr Ja, Norbert, das ganz geht genau. nicht. Aber ich habe auch schon in vielen Diskussionen auch schon öfters gehört, warum haben sich die Juden nicht gewehrt? Nur, Moment, zwei Sachen dazu. Zum einen, warum haben sich die anderen nicht gewehrt? Die Juden waren ja eine Minderheit, ja? Das heißt also, man wird mich doch nicht abschleppen, ohne dass ich mich, was hätten sie machen sollen? Wie sollen sich die Juden wehren? Sitzstreik vor der Gaskammer oder die waren was? Ja, ja? Die waren ja nicht an der Macht, die Juden. Die waren ja nicht in der Macht. Man kann sich wehren, ist klar, aber wie? Ne? Die haben sich nicht gewehrt, die anderen haben sich auch nicht gewehrt. Das war ja auch eine schleichende... ja, natürlich, man wird entmenschlicht. Und, ja. Und das Problem, das ich habe... Das jetzt wurde auch sehr perfide gemacht. Ich sehe heute in Echtzeit, wie das läuft. Ich habe viele Leute, mit denen ich befreundet war, die auf einmal sind jetzt keine Freunde mehr. Weil die sehen in mir nur noch den Juden und nicht mehr den Menschen und es ist sehr, sehr einsam geworden als Jude und man muss sich zurückziehen irgendwie eben auf das Private. Nun habe ich auch noch das Glück, dass ich in einer jüdischen Institution arbeite, die geschützt wird. Ich habe das jetzt gesehen auch. Hier war das Landeskriminalamt und wegen der Bedrohungslage und wir haben hier zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auch bekommen. Aber es gibt Leute, die ziehen sich zurück. Ich habe dann den zweiten Vorwurf, den ich auch immer wieder höre, ist, man sieht uns Juden nicht in der Öffentlichkeit. Ja, nicht. Warum nicht? Ja, weil wir ständig angefeindet werden und sei es, weil ich bei Maccabi bin, ja, sagen wir mal, und es kann sein, dass ich ein türkischer Trainer bin und ja, ich habe da so viele Sachen erlebt, übrigens auch von anderen Zeitzeugen, die schon vor mir gelebt haben. Ich hatte einmal mit einem älteren Herrn zu tun, einem deutschen Juden, der in Uruguay überlebt hat als Kind. Und dann ist er nach Deutschland zurückgekommen. Sehr, sehr, das sind sehr heimatverbundene Leute, die Juden, aber Deutschland ist für sie die Heimat. Er ist zurückgekommen, um hier zu sterben. Und dann hat er mir erzählt, dass er als Kind gekickt hat in Uruguay, in Montevideo. Mit den Kindern von anderen Deutschen und die wussten teilweise ganz genau, die jüdischen Kinder wussten ganz genau, dass die Spielkameraden haben Nazi-Eltern gehabt, die nach dem Krieg nach Uruguay gekommen sind, aber die Kinder haben untereinander mit Fußball gespielt. Also es gibt auch verbindende Elemente und sei es der Sport, andere verbindende Elemente ist das Essen, ich habe das auch gesehen beim Fastenbrechen bei euch. Und es gibt also Möglichkeiten, wo man zusammenkommen kann. Und noch ein sehr wichtiges, verbindendes Element ist etwas sehr Menschliches, nämlich, dass man miteinander das Narrativ teilt. Das heißt, damit ich dich verstehe, damit du mich, und dass man ein gemeinsames Narrativ sucht. Und das ist eben ein gemeinsames deutsches Narrativ, was es gibt, nämlich, dass wir eben alle irgendwie ein Produkt sind des letzten Krieges. In Frankreich sieht das Bild ähnlich, aber anders aus. Ach, in Frankreich, da sagst du was, das ist wahrscheinlich eine unserer gemeinsamen Sorgen, große wie jetzt Sorgen. Die Wahl jetzt ausgegangen ist. Große Sorgen. Wenn wir schon in der EU zusammenleben, dann sollte uns dann auch sehr viel zu denken geben, wie es bei den Nachbarn aussieht. Weil Deutschland und Frankreich sind zusammen die Achse der EU. Und wenn jetzt dort eine rechtsradikale Partei den Premierminister stellt oder vielleicht später sogar noch den Präsidenten, dann gibt es einen schönen deutschen Spruch, dann ist die Kacke am Dampfen. Wir haben hier aber auch... In Italien haben wir das schon. Ist es schon soweit, ja. Und man ist schon beim Umfallen. Jetzt wird es politisch zwischen uns beiden. Wie weit ist denn die EVP, also die Europäische Volkspartei, bereit zu gehen in der Suche nach Mehrheiten, dass sie jetzt zum Beispiel mit einer Frau Meloni zusammen ein Wahlbündnis eingehen, es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, das Ganze. Und die Welt wird immer komplizierter
Und ich würde sagen, das ist so wie der gordische Knoten, den können wir nur auflösen, wenn wir vielleicht in dem ganzen Knoten den Teil suchen, den wir selbst sind, weil der steht uns am nächsten. Und wenn wir dann das Interesse haben zu verstehen, warum sitze ich gerade hier, warum sitzt du gerade hier, warum, ja, dann sollten wir eben gucken, dass wir dieses Ganze auch irgendwie aufbröseln und die Fehler der Vergangenheit nicht nochmal begehen. Das heißt also, wenn wir versuchen, mit Bildung der Fremdenfeindlichkeit zu begegnen, die Fremdlichkeit zu begegnen oder gar zu bekämpfen, dann müssen wir das auf eine Art und Weise machen, dass die Schüler auch mitgehen. Und mit Schülern meine ich damit alle, die etwas darüber lernen wollen. Diejenigen, die nicht lernen wollen, die haben wir verloren. Die haben wir verloren. Die wollen nicht. Die suchen nach einfachen Lösungen. Und deswegen wählen sie Sarah Wagenknecht oder Björn Höcke oder weiß der Teufel wen. Und damit Gut, man muss meine ich sagen, eben. natürlich, bei diesen Vergleichen müssen wir auch fair bleiben. Ein Sarah Wagenknecht ist kein Björn Höcke. Na, ich weiß nicht, wer schlimmer von den beiden ist, weil. Na, du, weil, schau Ich mal, meine. die hat einmal gesagt, ich bin sozialistisch und national. So. Und Björn Höcke sagt, ich bin nationalsozialistisch. Also, das. Entschuldige, ja. Björn Höcke hat ein deutsches Gericht festgestellt, darf man Nazi nennen, ganz einfach, weil er einer ist. So. Aber bei Sarah Wagenknecht könnte man sagen, ist es noch schlimmer, weil sie sich tarnt, weil sie war vorher bei der, die ist braun und rot, die ist beides. Ja, aber bitteschön, wir leben in einer Demokratie, wir müssen das aushalten können. Und Andy, mein Freund, die ja. Zeit naht, unsere Zeit läuft ab. Möchtest du Such, noch abschließend einen Witz erzählen? ja, ich hätte gern den Witz mit dem Historiker zum Schluss gebracht, aber da zwischendurch gepasst. Aber jetzt hast du den schon Jetzt habe ich verpulvert. den schon verpulvert, aber ich denke mir auf jeden Fall, gut, dann vielleicht nochmal mit einem Spruch. Oder hast du vielleicht ein schönes Schlusswort? Ich habe jetzt keinen Witz parat. Aber Ich habe ich dann viele war Witze gemacht bei in der Salzburg. Konferenz, aber Ja. es gibt Witze, die sind eben situationsbedingt, die kann man nicht einfach bringen. Richtig, richtig, ganz genau. Das heißt, oh, du bist ja lustig, erzähl mal einen Witz. Nee, das geht nicht. Das Nein. muss. Ja, genau. Ja, Aber vielleicht ist das ja ein schönes Schlusswort, dass wir nicht keinen nur, Witz nein, parat haben. dass wir keinen Witz parat haben, beziehungsweise, dass man dann auch erklärt, Humor, es gibt ja diesen Spruch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, gar nicht mal so verkehrt, aber Humor ist auch situationsbedingt, da hast du auch vollkommen Recht. recht. Und es gibt einen ganz interessanten Satz von einem amerikanischen Humoristen, Woody Allen. Woody Allen, naja, so ein kleiner Philosoph, der auch manchmal ein bisschen spinnt. Und der hat gesagt, Humor, oder nein, Entschuldigung, Witz. Witz ist Tragödie plus Zeit. Aha. Tragödie plus Zeit. Irgendwann mal lacht man über diese Zeit. Aber mir wäre lieb, wir versuchen, diese Zeit zu verringern und bringen uns gegenseitig lieber jetzt zum Lachen, als dass wir uns gegenseitig umbringen und das Lachen ist dann später. Dann haben wir Ja, nichts mehr zu lachen. also Dann haben wir. wir glauben immer an das Unmögliche. Nasreddin Hoca kennst du ja, den, Ja, ja, und der erzähl mal Nasreddin einen. Hoca, Ja. der hat ja solche Sachen für Unmögliches, unmögliche Unterfangen. Einmal hat er, man macht ja normalerweise Joghurt in so einem kleinen Gefäß, setzt an und so weiter. Dann hat er, war er am See und wollte am See den Joghurt ansetzen. Da kamen Leute, ja, was machst du? Sagt er, Joghurt ansetzen. Sagt er, komm, das ist doch ein See. Das ist ein See, Entschuldigung. Sagt er dann, okay, Leute, aber was ist, wenn es doch klappt? Was sagt ihr dann? Ja, Jetzt das ist haben wir doch gebracht. einen Witz am Ende gehabt, Jetzt haben wir doch einen in Witz am diesem Ende. Und Sinne. wir sehen, Moment, ich habe noch eins draufzusetzen. Ja, Das ist das erzähl, Problem mit erzähl. Witzen. Da kommt ein Witz führt zum nächsten. Beziehungsweise es gibt auch eine alte jüdische Weisheit, da fallen auch in einen Joghurt oder beziehungsweise in ein Milchfass fallen ein Frosch fällt da rein. Und noch ein Tier. Und das andere Tier sagt, warum schlägst du, du Frosch? Wir kommen hier sowieso nicht raus.
Da kannst du ja nicht rausspringen. Da sagt er, ja, aber ich schlage trotzdem, ich versuch's. Und dann schlägt er so lange, wie daraus Joghurt wurde und daraus Käse wurde, und dann konnten die beide raushüpfen. Also, wir rechnen mit dem Schlimmsten und wir hoffen auf das Beste. Auf das Naja, Beste. In diesem Sinne. jawohl. In diesem Sinne, ja. Salam Salam alaikum. alaikum, mein Freund. Alaikum salam.